Willkommen bei der neuen Folge von Swap. Heute zusammen mit unserem Ehrengast, dem Herrn Eliezer Karakaya wieder. Dankeschön. Wie immer eine Freude, hier zu sein. Das freut mich, ja. Ich finde dich auch immer total toll hier im Studio. Wirklich, also, ne? Ist so eine schöne Atmosphäre. Bist ein toller Gast, bist mein erster Gast, du bist mein bester Gast bis jetzt. Und danke. Ich glaube, das wird keiner so. Ich setze den Maßstab schon hoch. Ja, die Latte ist sehr hoch gesetzt, auf jeden Fall. Wir werden uns heute über Politik unterhalten. Kleidung macht Politik. Genau, kommen wir zum meinem Ehrenthema, Politik und Mode. Ich sag mal, ich als alte Stilikone habe ja schon letzte Mal angekündigt, ich bin ja ein wahnsinnig großer Fan von Chris Lindner. Also, ja, Freunde von ihm nennen ihn Chris oder Chrissy, manchmal auch der Lindator, aber das sind andere Gesprächsthemen. Ja, ich habe mir so umgeguckt, was sind so die ersten Modeartikel, die man so mit Politikern gemacht hat. Oder von Politikern gemacht hat, das war 1985, das war der gute Joschka Fischer, der war grün, das war ein Grüner, der, lass mich nicht lügen, Umweltminister wurde in Hessen und muss jetzt in 1985 zurückdenken, die Grünen waren eine sehr junge Partei, eine rebellische Partei, anders wie heute eher eine ältere Partei, ja, heute die Grünen etwas älter, auch beim Publikum, damals sehr jung, sehr rebellisch. Und da kommt jetzt der Joschka Fischer und er kommt ins Amt. Und was macht der zur damaligen Zeit? Der trägt weiße Nikes. Ich weiß, für heutige Verhältnisse völlig normal. Vielleicht sogar hätte man den heute noch gefeiert. Aber man muss sich so da reinversetzen. Nikes waren damals cool. Die waren damals hip. Die waren damals amerikanisch. Die waren einfach alles, was Coolness bedeutet, waren in diesen Schuhen vereint. Genau. Und er hat einfach zum ersten Mal Politik, Mode und Provokation damit vereint. Das fand ich sehr schön. Joschka Fischer, 1985. Und so, ist er auch in den Bundestag gelaufen, in die Sitzungen. Einfach so reingejoggt, kurz, ja. Jogginghose, Jogginganzug, dann ging es ordentlich ab. Ne, Joschka Fischer gibt es heute noch. Ich finde übrigens, der sieht sehr aus, können wir vielleicht mal ein Foto einblenden. Ja, klar, der sieht mega aus wie der Opa aus dem Film Oben. Wenn man geschichtlich ein bisschen weiterspringt, zu Willy Brandt. Willy Brandt, vierter Bundeskanzler, wie wenige wissen. Da gibt es ein Foto von ihm im Jeanshemd, blau so aufgeknüpft und mit einer Mandoline. Das ist so eine Ukulele, sieht die ungefähr aus. Mandoline, Ukulele? Mandoline. Okay. Also irgendwas so zum Musikmann. Zum Musikmann sitzt er also mit der Zigarette so Lonely Cowboy-mäßig drin. Und das Bild, wenn man sich das anguckt und zur damaligen Zeit gelebt hat, habe ich einen schönen Artikel gefunden, hat ein Spiegelartikelschreiber da schön betitelt. Jeder, der dieses Bild sieht, egal ob er mit Willy Brandts Politik eingestimmt hat, sieht immer hin und immer so ein schönes Lächeln, da geht er vorbei. Und das Bild, das strahlt einfach so schön Beruhigtheit von Willy Brandt aus. Das ist auch so wunderbar, ja, aufgeknüpfte blaue Hemd. Damals auch ganz anders. Wenn man ein bisschen aktueller schaut, Merkel ist ja in ihrer Politik, wie viele wissen, gerade zum Wahlkampf konnte man das oft sehen. Ja, Merkel ist, glaube ich, ein Begriff. Merkel ist Mutti oder Angie, ja, ist vielleicht geläufiger bei uns. Merkel ist ja quasi ein Fremdbegriff, Mutti dann für die Leute aus dem Barrio. Ja. Auf jeden Fall Merkel sehr defensiv in ihrer Haltung. Ja. Das sieht man auch in vielen Duellen, jetzt gerade zur letzten Wahl, die man sehen konnte. Sie ist sehr defensiv, so auch ihre Kleidung. Zwar zeigt sie recht viel Dekolleté in manchen Auftritten, ist aber sehr defensiv auch in ihren Kleidungsstil. Ja, schwarzer Zweiteiler darunter, darüber einen roten Blazer. Aber das war's dann auch. Sie hat auch mal gesagt in ihren jungen Jahren, dieses ganze Aufgestylte, das mag sie einfach nicht. Ja, vielleicht steht sie auch einfach nicht, ich weiß es nicht. Und zu meinem absoluten Liebling, Chris Lindner. Er wurde leider mit jemandem verglichen, aber wenn es andere tun möchten, Alexander Gauland. Ui. Ist ein Brocken. Auf jeden Fall, die wurden miteinander verglichen. Okay. Das kann ja durchaus interessant werden. Beim Tickel musste ich mir aber, von der FAZ war der. Chris Lindner spricht angeblich so wie Gauland, nur das Sakko ist teurer. Und da dachte ich mir, ja, würde ich nochmal überdenken, die Überschrift. Kommt halt auch, ja? Nee, das nicht wirklich. Das eine ist Hetze und das andere eben ist einfach... Ich glaube halt, die Überschrift soll halt einfach nur Aufmerksamkeit generieren. Es war halt so, dass Chris Lindner halt einen tollen Maßanzug getragen hat.
ja, so seine Sackos auch, gern mal 300 Euro, was ja auch schon ein gutes Stück ist. Und Alexander Gauland, typisch in seinem Tweet-Sacko, in dem bisschen abgewetzten. Viele sagen da auch, dass die FDP da ein bisschen den Bezug zum Volk verloren hat, aber ich finde, das ist ein bisschen zu viel Interpretation. Und zur CDU, zur nächsten Partei, denn ich finde, die CDU als Konservative hat man sehr schön gesehen, war etwas im Umbruch, oder ist es immer noch. Und die CDU ist modetechnisch sehr verschieden. Man sieht da einerseits Merkel recht schlicht, man sieht da aber auch Menschen, die ebenfalls Anzüge tragen, ausschweifende Kleidung tragen, viel Schmuck. Also das ist wirklich, was heißt eigentlich noch konservativ, ist da oft die Frage, die gestellt wird. Wobei ich da auch sagen muss, die Merkel sieht eigentlich jedes Mal irgendwie anders aus, so wie eine Regenbogenfarbe. Einmal ist sie grün, rot, blau, gelb. Blau. Die haben nur alles im Kleid. Wann ist sie eigentlich mal schwarz? Die ganze Farbpalette. Das könnte man noch gut interpretieren zu ihrer Regierungsführung. Genau, manchmal ist sie rot, manchmal grün, dann gelb. Naja, das nächstes Thema dann. Mode Part 2. Weißt du, die will sich nicht festlegen auf ihre Qualitätspartner. Die trägt einfach alle Farben, dann tut sie keinem. Alter, das ist eine gute Interpretation. Ja. Und am neuesten habe ich gefunden, Davos, den finanziellen Gipfel, den kann man sehen. In Davos, das ist eine schweizerische Provinz. Davos. Da kamen halt mehrere Staaten hin, große Staaten, Amerika, genau, Deutschland. Das war richtig, erst, richtig. War ja letztens erst, da kamen die hin und haben sich ein bisschen unterhalten. Und da kam, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Trudeau, kanadischer Premierminister. Ja. Trudeau. Ähnlich jung wie Sebastian Kurz, glaube ich, aus Österreich. Oder etwas älter, aber auf jeden Fall. Ähnlich jung. Mhm. Und damit hat er auch gerade gepunktet. Ja, mit seinem jugendlichen Charme hat er sehr gepunktet da an der Veranstaltung. Und was er da getragen hat, fand ich super. Entensöckchen. Hat man dann gesehen, als er so verschränkt hat. Die waren total offen. Also so hat er seinen Anzug rübergezogen. Ja, ja. Also richtig. So, nee, nicht rübergezogen, aber die Anzughose war schon, weiß nicht, ob man das sehen kann, war schon etwas kürzer, aber man hat schon mal die kompletten Socken gesehen. Sehr gut. Trendsetter. Da haben sich die Medien natürlich drauf überschlagen. Ja, also da war so eine Überschrift so, finanzielle Diskussion und Entensöckchen beenden Davos. Davos. Und das war schon ziemlich, ziemlich abgefahren. Ich sehe da auf jeden Fall in Mode und Politik leider oft, dass Menschen sich da beeinflussen lassen. Ich bin da kein großer Fan von. Es ist zwar richtig, Kleider machen Leute. Und ich glaube, jeder, der was anderes behauptet, hat noch nie ein Bewerbungsgespräch geführt, weil ich finde, der erste Eindruck zählt. Ja. Und der erste Eindruck hängt halt auch einfach vom Aussehen, von der Mode ab, die man trägt. Ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, das ist was völlig anderes. Ich sagte, das ist sicher das wertfrei, aber ich finde, dass es leider so ist. Ja, ich bin da kein Fan von, aber es ist leider so. Und da würde ich dich gerne fragen, was hast du dazu? Sollte Politik und Mode zusammenhängen? Sollte man sich durch Mode beeinflussen lassen? Eigentlich ja nicht, gell? Gerade in der Politik ist das eher schlecht. Allerdings macht man es intuitiv, würde ich sagen. Also da kannst du selber gar nicht steuern, das läuft einfach. Wenn du siehst, dass der da im Pyjama rumläuft, dann kannst du es entweder cool finden oder denkst, was ist das denn für ein Vollidiot. Und so, glaube ich, ist man so ein bisschen abgelenkt von den eigentlichen Zielen und eigentlich dem, wofür die Politiker stehen und schweift ab. Ja, das ist eine schwierige Sache. Ja. Weiß man, vielleicht einfach angewöhnt, wenn jetzt die nächsten drei Generationen von Politikern im Pyjama-Anzug ankommen würden, dann wo der Erste dann wieder so einen Anzug trägt, dann würdest du sagen, was ist das denn für einer, wie kann er denn? Ja. Was für ein Langweiler. Vielleicht ist das auch einfach eine Gewöhnungssache. Ja. Ich glaube, wir machen eine Petition auf, wir sammeln eine Petition, mehr Pyjamas im Bundesamt. Ja, das finde ich wirklich cool. Das finde ich super. Rufen wir dazu auf. Also alle, die das sehen, einfach mal überall Pyjama. Pyjama-Bundestag, das kommt jetzt. Pro-Pyjama-Bundestag. Ja, Kleidung macht Politik, ist wohl was dran. Kleidung macht Politik ist auf jeden Fall meiner Meinung was dran. Ja. In diesem Sinne würde ich sagen, macht's gut, Leute, wir sehen uns im Netz. Und das war die dritte Folge von Swap. Ciao. Hab ich aber auch Hunger.